Hallo YouTube, Patrzynski wieder hier mit der nächsten Folge von Coachinski. Und wieder ein Omen, wieder auf Haven. Ich weiß, hatten wir beim letzten Mal schon. Aber Luca ist normalerweise ein Duelist-Spieler, sehr, sehr gut an der Jett. Ich glaube, seine Race ist auch nicht verkehrt. Ich habe schon häufiger mit ihm gespielt. Und er hat sich für diesen Akt vorgenommen, auch mal andere Rollen zu nehmen, also mehr zu fillen. Und das ist super, denn damit bekommt ihr auch einen Überblick darüber, was müssen denn eure Teammates um euch herum alles leisten, wenn ihr eine neue Rolle, wenn ihr schon eine feste Rolle habt. Also Duelisten, die lernen, was ein Initiator macht oder ein Controller. Das gibt einem selbst mehr Überblick im Spiel und man lernt auch nochmal zu schätzen, was die anderen Rollen, die häufig nicht so im Vordergrund stehen, für eine Arbeit leisten. Also eine super coole Sache. Und Luca hat den Omen hier dann teilweise so ein bisschen mehr wie eine Jett gespielt, was natürlich nicht so gut geklappt hat. Ist an sich aber sein Ascendant Uprank gewesen in diesem Game, also auch wieder ein relativ gutes Aim-Niveau, das wir hier haben. Aber sehr viele coole Tipps, vor allem für die Defense, die euch hier mal zu Herzen nehmen könnt. Und ein ganz wichtiger für den Attack, vor allem um den C-Spot herum. Wieder viel zu lernen für euch, viel zu lernen für Luca. Vielen Dank, dass ihr hier dabei seid und so fleißig Abos da lasst. Das macht mir gerade sehr viel Spaß hier auf YouTube. Und nicht vergessen, auch auf Twitch dabei zu sein. Als Twitch-Subscriber könnt ihr immer VODs einreichen und ich mache eine VOD-Review davon. Da freue ich mich über jeden, der neu dazukommt. In diesem Sinne, habt viel Spaß mit dem Video, fleißig weiterlernen und viel Erfolg natürlich in euren Rank-Games mit den Tipps, die ich euch heute gebe. Du beginnst mit einer Early Smoke Window. Ja? Das war auf jeden Fall ein Jetpeak, den er da gemacht hat. Ich muss lieber. So, ja, Paranoia ist super. Hat er auch schön weit rechts gemacht. Aber du gehst alleine rein, Mäuschen, ne? Also hier, erstmal machst du deine Smoke, peekst danach, kann man mal machen, musst aber natürlich schauen, dass du überlebst, ne? Das ist ganz wichtig, Luca. Und da kommst du wieder raus. Das ist auch fein. So, bam. Jetzt hast du eine zweite Smoke. Du siehst, der Wrecking Bolt ist schon reingegangen. Das heißt, deine nächste Aktion ist, den B-Eingang zu smoken. Und den Gegner dazu zu zwingen, nochmal Utility einzusetzen, um auf den Spot zu kommen. Weil wenn du jetzt smokest, der Arrow wird zerstört, dann muss der Gegner die Backside immer noch clearen. Ne? In dem Fall läuft das Ding hinten aus und die müssen eigentlich nur noch hinterm Gong checken, wenn sie reinkommen. So, das heißt auch hier gehst du rein, machst die Paranoia und hast noch eine Smoke am Gürtel. Für was hast du die gekauft, wenn du sie nicht einsetzt? Nur um alleine zu fighten. Und du sagst, hilf mir, kurz bevor du tot bist. Da darfst du so nicht rein, Luca. Da musst du einfach, da musst du A-Link stehen bleiben. Du musst nicht mal instant smoken. Du kannst auch sagen, ey Leute, ich smoke, wenn ihr ready seid. Ne? In dem Moment, wo du A-Link hältst, kannst du dir auch erstmal einen Überblick verschaffen. Oh damn, mein Chamber ist ja am rotieren. Ne? Und das, was du wahrscheinlich gedacht hast, ist, der Chamber geht mit dir rein. Aber das musst du ihm vorher sagen. Hier sieht es so aus, als würde die Smoke abschließen, aber du bist ein bisschen hoch, da siehst du hier die kleine Kante. Und wenn du auf dem Radar schaust, wie die Smoke liegt, da kannst du erkennen, ah damn, da ist wahrscheinlich eine Lücke. Ich muss die noch ein bisschen näher zu mir ziehen. Es ist immer eine Mischung aus eurer Schattenform und dem Radar, was ihr benutzen solltet. So, bei sowas kannst du auch runterdroppen und hinten rumlaufen, dann hast du die sicherere Rotation. Und solange dein Chamber lebt, ist dein Markenzeichen ready. Und beim Chamber musst du halt immer darauf vertrauen, dass er escapen wird. Das heißt, was du gerade machst, du fightest vor der Chamber Utility. Das ist eigentlich nicht notwendig, ne? Dein Cypher hat hier nur eine Tripwire im Spiel, so wie es aussieht. Das heißt, hier wäre es vielleicht gar nicht verkehrt gewesen, wenn du am Anfang die Mitte gar nicht anzielst. Oder bevor du die Mitte anzielst, machst du eine One-Way auf die Garage, um da ein bisschen auf Zeit zu spielen. Wenn deine Mates eh schon hier A trippeln, dann solltest du auch, dann solltest du halt vor allem auf der anderen Seite der Map arbeiten. Auch da erkläre ich dir kurz eine Smoke, die super wichtig sein kann, damit deine Mates auf dem Spot länger überleben. Und du hast jetzt hier gesmoked und du hast hier gesmoked. Du bist jetzt komplett auf Cooldown, ne? Das heißt 30 Sekunden bis zur nächsten Smoke. Und wenn der Gegner aus der Smoke explodieren würde, könntest du nicht helfen, weil du hast nicht mal eine Paranoia dabei. Das heißt, deine Bewegung hierhin, bei der du mit der Paranoia zum Beispiel schnell mal hier durchhelfen könntest, um den Gegner zu stören, ist einfach nicht möglich, dieses Play. Wenn du Short smokest, musst du es einerseits callen, deine Jett war überrascht, dass die Smoke da aufgeht, Kommunikation, und eventuell machst du allein keine Smoke und hebst dir die zweite Smoke auf und wenn die sagen, okay, der Go kommt gleich, dann wirfst du diese Smoke, weil dann kann deine Jett runterdroppen, hat ein bisschen Deckung,
Und auch der Chamber, der hier hinten steht, kann noch ein bisschen arbeiten. Weiß, die Jett hat die Smoke, das heißt, er zielt hinter der Box an, ob die da rumlaufen. Aber diese Smoke hier solltest du dir auf jeden Fall merken. Ist eine der stärksten Smokes inzwischen, um genügend Chaos für die Leute auf dem Spot zu kreieren, während der Gegner den Execute spielt. Du gehst mit rein, willst deine Sky nicht verkaufen. Hier ist jetzt auch nicht der Moment, in dem du unbedingt smoken solltest. Jederzeit kann das Duell entstehen. Das ist auch okay. Sehr schön gedodged, gutes Aiming. Aber das bin ich von dir gewohnt. Ist auch super, dass du den Arrow ignorierst und dabei nochmal einen Step zur Seite machst, weil du hast genau erkannt, dass du die Eisfläche eigentlich sehr gut getimed hast, ne? Dass die Sage nicht auf diesen Winkel ready sein wird. Dass der Flick dann noch reingeht, ist natürlich super. Als weiterhin, ja. Und da kassierst du den Shot. Jetzt kommt die Smoke. Oh mein Gott, ja, die ist... Ja, hast du gemerkt, hast du verkackt, deswegen die zweite raus. So, da willst du heal. Aber was du eigentlich machen möchtest, die Smoke soll dir die Zeit geben, um vom Spot runterzukommen. Denn wenn deine Sky gesmoked wird und sie läuft raus, um dir zu helfen, sieht der Gegner sie früher als du. Und dementsprechend kann sie dir nur helfen, indem sie eine Flash nutzt, aber die könnte dich auch punishen. Ne? Also die könnte dich auch treffen. Das ist sehr chaotisch, wie du es hier angehst. Da gibt es ein geiles Positioning. Und zwar, wenn du dich hinter die Centerbox stellst und die Paranoia in der Hand hältst und du hörst die Skyflash oder den Jet Dash, dann kannst du hier richtig geil durch den Eingang die Paranoia durchballern. Und das ist dann wiederum das Timing für deine Spieler, aus den Link-Positionen aus der Smoke rauszukommen. Ne? Da könnte dann auch die Sky auf die Paranoia noch mit einer Flash reagieren für Spieler, die hier neben deiner Paranoia standen. Hier spielst du jetzt einfach, als wärst du eine Jett mit gezücktem Dash. Es gilt mit der Paranoia auch ungefähr das gleiche wie mit Breach. Du brauchst häufig zu lange, bis die Ability in der Hand ist, um sie passend zu werfen. Das heißt, du musst sie eigentlich in der Hand haben und auf den Kontakt von einem Mitspieler werfen. Sei es ein Alarmbot, ein Turret oder jemand, der einen Winkel hält. Und der hat auch nur eine. Okay, die Jett hast du halt wirklich gerade beim Scheißen erwischt. Die klassische Retake-Smoke. Und du musst quasi, wenn du Omen lernen möchtest, sag ich mal, eine Handvoll Smokes auf jeder Map können. Das sind ein paar One-Ways. Und welche Smoke brauche ich auf jeden Fall für den Retake? Welche Smokes brauche ich auf jeden Fall für den Execute? Das ist so das grundsätzliche Basic, das du drauf haben solltest. Aber das hier ist keine gute Short-Smoke. Weil dein Gegner kann aus so einer Smoke einfach schön seitlich rauslaufen und hat dann eben das, hat dann an sich nur das Problem, falls jemand im Rücken steht. Aber er kriegt halt instant mit einer Flash einen guten Fight, weil er schon seitlich ins Duell kann, so wie man das immer möchte. Das heißt, wenn du Short supporten möchtest, dann smokest du so. Das ist der Moment, wo der Gegner zwar auch seitlich aus der Smoke raus kann, aber wenn er das nicht hier press an der Kante macht und die Centerbox als Deckung mitnimmt, dann kannst du ihn beim Checken von der Corner von hier einfach abfangen. Und du willst quasi immer auch eine Smoke von dir abzielen. Ne? Dass wenn du hier stehst, dann zielst du nur eine glatte Kante ab, wie sie sonst auch wäre. Ein normales Duell quasi. Wenn gleichzeitig von hier Druck kommt, muss der Gegner sich um den Bereich hier nicht mal Gedanken machen, weil Alang das für ihn cleart. Ne? Und dann muss er, wenn er weiß, dass diese Ecke hier frei ist, muss er mit einem Step nach vorne raus, was halt immer unangenehm ist, wenn du mit W pieken musst. Ne? Auch das gibt dir dann wieder einen Moment mehr. Wichtige Smoke, ne? Da war schon die Tripwire ausgelöst. Ich denke, du hältst den Winkel hier super. Mann. Riskierst viel, ja. 4 Ziele. Wäre das Zeit. Aber das ist auch, das ist ein schönes Beispiel, warum man C lieber auf Retake spielt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in dem Moment so viel Schaden macht, dass ihr im Vorteil rauskommt? Ihr seid 3 gegen 5 und ihr seht hier auf einen Blick 4 Gegner. Nochmal danke für die 100 Bits, Ellie. Mal davon abgesehen, dass die Sky wahrscheinlich nochmal mit einer Flash hinter die Centerbox arbeiten wird, um einen möglichen zweiten Spieler da nochmal abzufangen. Falls sie die zweite Flash noch hat. Oder der Sky Doggo kommt und du musst erst auf den Sky Doggo schießen. Wieder ein schwieriges Duell. Das heißt, warum überhaupt auf den Spot rennen, anstatt diesen Winkel zu halten? Dein Chamber, der muss eben für sich selbst arbeiten. Dein Mate musst du hier entweder sterben lassen oder... Das ist jetzt auch wieder Next Level, aber wenn du anstatt dieser Smoke ihm diese Smoke hier gibst, dann kann er arbeiten. Dann kann er, weiß er, ah, da kommt vielleicht eine Flash, aber die kann ich dann dodgen. Die kannst du dann auch nach hinten so ein bisschen breiter machen, dass die quasi Deckungen liefert. Das ist auch der Moment, wo du vielleicht selbst an der Smoke arbeiten kannst. Weil wenn die Skyflash
Das können wir gut zeigen. Wenn die Skyflash hier rausgeht, dann ist er hier an der Ecke nicht blind. Und dann kann er immerhin noch auf deinen Tod reagieren. Oder sie geht auf der anderen Seite raus. Niemand ist blind. Du bist nicht blind und du kannst noch reagieren. Na? Aber all das lohnt sich erst, kann man erst sagen, ist gut gelaufen, hat sich erst gelohnt, wenn ihr zwei oder mehr Kills gemacht habt. Und wenn ihr das zu zweit macht, reden wir eigentlich über drei oder mehr Kills. Sodass ihr in einer Überzahlsituation rauskommt. Na? Das heißt, du musst immer in dieser Rotation abwägen, ob du überhaupt deinem Spieler auf dem Spot helfen kannst oder nicht. Und die Entscheidung ist verdammt schwer. Weil wenn hier schon die Tripwire auslöst, während du noch deine Smoke geworfen hast oder kurz danach, ist das Timing eigentlich zu spät. Dann ist der Gegner schon an dieser Kreuzung. Na? Außer du hast vorher die Smoke geworfen, dann hast du noch die Möglichkeit, ihm vielleicht zu helfen. Aber es ist sehr, 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 sehr schwer und sehr viel Risiko, das zu machen. Und das ist auch der Grund, warum man das eigentlich auf Retake spielt. Na? Du bleibst hier stehen, du schaust vielleicht, ob du noch einen Frag setzt und wieder in die Deckung kommst. Dann hast du ein 4 gegen 4 und dann kannst du immer noch mit der Paranoia durch die Centerbox arbeiten. Und da ist es viel, viel wichtiger, sehr, sehr interessantes Detail für viele da draußen, es ist sehr viel wichtiger in so einer Situation, lieber mal Fokus auf die Garagekontrolle zu legen, weil aus der Garagekontrolle bekommt ihr dann einen Split hin in den Retake, ne? Dann wird diese Smoke hier unten wieder sehr viel relevanter. Aber wenn ihr Garage nicht unter Kontrolle habt, dann könnt ihr nur aus einer Richtung retaken und dann kann der Gegner die Deckungen auf dem Spot auch richtig sauber ausspielen. Kleines Fazit zu deiner Defense. Du musst auf jeden Fall die Standard-Smokes für den Retake kennen. Du kannst diese kleinen Hilfsmokes werfen. Gerade wenn du selbst mit rein möchtest, sollten diese Centerbox-Smoke-Sachen kommen, die ich dir erklärt habe. Und dadurch, dass dein Stil halt eher aggressiv ist, musst du schauen, dass du deine Utility auch einsetzt, bevor du in den Fight gehst. Ansonsten achte Midround darauf, nicht zu oft alleine zu fighten. Weil wenn du ein 4 gegen 2 hast, aber du stirbst als erstes, das kann immer noch fallen. Gerade in der Defense sind Überzahlsituationen, die täuschen gerne. Ne? Ein 4 gegen 2 in der Defense kann auch ganz schnell bedeuten, dass der Gegner, wenn er auf den richtigen Spot geht, ein 2 gegen 1 oder ein 2 gegen 2 hat, was dann immer noch kippen kann. Gerade wenn dann der Controller fällt und du keine Smokes mehr für den Retake hast. Du solltest auch in der Defense, das ist ein genereller Tipp, darauf achten, wenn dein Sentinel oder deine Sentinels irgendwo Utility stehen haben, dass du nicht vor deiner Utility arbeitest. Du darfst das gerne auch mal ein bisschen faken, dass du da schießt und dich zeigst oder auf ein Duell wartest, aber es sollte nicht jede Runde der Fall sein. Achte vor Retakes darauf, ist es jetzt die Situation, wo ich überhaupt noch helfen kann oder sollte ich jetzt warten und lieber ein 4 gegen 5 spielen, weil auch ein 4 gegen 5 gewinnt man gerne mal im Retake, weil der Gegner overconfident den einen Schritt zu viel geht. Und ich weiß, dass du ein gutes Aiming hast, Luca. Das heißt, wenn du anfängst, sauberer auf Retake zu spielen, dann wirst du wahrscheinlich noch besser climben, bin ich mir sehr sicher. Da kannst du hier zum Beispiel auch nochmal mit einer Paranoia durch die Centerbox supporten. Aber ihr kriegt den Kill. Plante doch zu lang. Luca, nimm dir bitte die Zeit für einen sauberen Plant. Das ist ein 4 gegen 3. Du hast Garagekontrolle. Ihr habt einen Trademark hinten, das noch aktiv ist, so wie es aussieht, weiß ich jetzt gerade nicht. Ihr habt eine Tripwire, ihr könnt gerade nicht gebackstabbt werden. Warum die Runde riskieren, indem du einen schlechten Plan spielst? Ja, hier spielt er ein Argo. Schön in die Ecke. Immer erst die Window Smoke und dann die untere. Weil der erste Peak ist immer zum Window. Selbst wenn ihr Short rauskommt, kann euch das Window zuerst sehen. Deine Jet ist halt schon vorne, bevor du da irgendwie helfen kannst, aber immerhin die Skyflash habe ich gehört. So, Backside, keiner. Und warum rennst du noch mit drauf? Überblick, mein Freund. Das ist ein C-Lang-Plant. Du gehst als letztes rein, weil du die Smokes werfen musstest. Dann bist du der Erste, der hinten stehen bleibt. Ey, meine Güte. Das ist so unnötig. Eine Skyflash hier raus. Okay, Sky ist dead von denen, aber eine Flash vom Gegner und du bist dead, ne? Das snowballt ihr jetzt einfach. Da rennt einfach jeder rein, jeder macht einen Kill. Weil eure Gegner einfach nichts können. Das ist Ascended Uprank. Da habe ich no joke letztens auf Dia Gold im 5-Stack. Wäre ich für so Fehler dreimal bestraft worden. Bis zum Umfallen. Und hier das gleiche Prinzip. Der letzte, der rein. Gut, hier hast du den Chamber noch hinten dran. Jetzt musst du durch. Das ist das Timing, mit dem der Gegner rein will. Immerhin, da hast du die ready. Da ist die Flash. Und dann wirst du gepunished. Oh shit, what the fuck happened?
Where you can fight him insane. I was ult on heaven. Can we go eight? I was smoking after that double ult. Lernen, also was du da wirklich mitnehmen solltest, auch wenn ihr, die Runde verliert ihr, weil ihr denkt, dass alle in die Backside müssen. Aber Backside ist, da gibt's nur eine Deckung. Und das ist die hier hinten. Und die ist auch noch bangable. Mit ein bisschen Garagekontrolle vom Gegner. Dann können nämlich die Mitspieler hier vom Spot nicht viel machen. Eine Skyflash nimmt euch hier hops. Eine Omen-Paranoia hier durch mit der Skyflash getimed und du bist weg vom Fenster. Das heißt, das, was ihr im Afterplan... Natürlich müsst ihr einmal checken, ob hier hinten was steht. Aber sobald dieser Space frei ist, zieht ihr euch wieder zurück. Und wenn ihr merkt, ah, der Omen hat noch Smokes, dann sollte euer Plan sein, sogar eher Garage gegen zu fighten. Denn das, was ich in der Defense erklärt habe, dass ihr euch eher um die Garage kümmern solltet, wenn ihr auf Retake spielt, das gilt natürlich auch für den Attack. Lieber Garage gegen fighten, weil der Gegner aus dem Window droppen muss, als hier hinten in der Backside stehen und euch splitten lassen. Merkt ihr einfach mal, merkt euch alle einfach mal, für diesen C After Plant, einmal vorm Plant Backside checken und der Rest zieht sich Richtung C lang zurück. Das ist immer stark, wenn der Gegner keine Smokes mehr hat. Oder einer C lang und der Rest fightet um die Garage herum. Einer hier oben, du ziehst es durch. Schöner Knife-Switch nochmal. Ich sag, wo nicht will. Gut, du kriegst den noch. Paranoia, super. Ja, warum holt sie dich? Paranoia ist eine Nearside, also die hat dich immer noch gesehen. Das heißt, hier hättest du Paranoia und sofort den TP wieder unten auf dem Spot. Ne? Aber du hast gut abgelenkt, deine Smokes haben ihren Sinn erfüllt. Die Jet ist geholt und das ist der Moment, wo ihr es gewinnt. Ne? Also, da ist dann vorbei, genau. Wunderbar. Und ich denke, du hast sehr, sehr viele Tipps mitnehmen können für deinen Omen, den du hier neu lernst. Denn da ist einiges noch zu verbessern. Und viele dieser Tipps, die ich dir gebe, gelten auch für den Duelist. Ne? Unnötige Duelle sind unnötige Duelle, egal welchen Agent ihr spielt. Und auch wenn du mit einer Jet mit dem Dash raus kannst, wenn du den One-Shot kassierst, bist du down. Und damit wieder ein Problem für dein Team mehr, das dann einen Spieler verloren hat.